Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir feiern heute in dieser österlichen Festzeit einen Heiligen, den Heiligen Stanislaus. Er ist um 1030 geboren in Krakau, ist Bischof gewesen dort, da auch in der Kathedrale beerdigt. Und er ist einer gewesen, der eingetreten ist für das Wort Gottes und für das Bekenntnis zu dem auferstandenen Herrn. Ihn rufen wir heute Morgen an und seine Fürbitte, sein Beispiel holen wir uns heute Morgen vor Augen und treten ein in die Schar der Heiligen, die Anteil haben am österlichen Licht, das mitten unter uns leuchtet. Dieses österliche Licht rufen wir in die Dunkelheiten unserer Herzen. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich. Denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld. Und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und gütige Gott. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, der heilige Bischof Stanislaus hat sich unerschrocken für deine Ehre eingesetzt und ist unter dem Schwert der Verfolger gefallen. Gib auch uns die Kraft, bis zu unserem Tode im Glauben standhaft zu bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen führten der Tempelhauptmann und seine Leute die Apostel herbei und stellte sie vor den Hohen Rat. Der Hohepriester verhörte sie und sagte: Wir haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus und die Apostel antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als Anführer und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, gerieten sie in Zorn und beschlossen, sie zu töten. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Immer sein Lob in meinem Mund. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist, wohl dem, der zu ihm flüchtet. Ich suche den Herrn und
Das Antlitz des Herrn richtet sich gegen die Bösen, um ihr Andenken von der Erde zu tilgen. Schreien die Gerechten, so hört sie der Herr, er entreißt sie all ihren Ängsten. Zerbrochenen Herzen. Er hilft denen auf, die zerknirscht sind. Der Gerechte muss viel leiden, doch allem wird der Herr ihn entreißen. Gesehen hast, Thomas, glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir. Er, der von oben kommt, steht über allem. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allem. Was er gesehen und gehört hat, bezeugt er. Doch niemand nimmt sein Zeugnis an. Wer sein Zeugnis annimmt, hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, spricht die Worte Gottes, denn ohne Maß gibt er den Geist. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder in Christus unserem Herrn. Die Apostel, wir sind wieder in der Apostelgeschichte. Die Apostel, sie ziehen herum, sie verkündigen Christus als den Auferstandenen. Und obwohl sie von den Obrigkeiten, den hohen Priestern ausgebremst wurden und ihnen verboten worden ist, öffentlich von Jesus zu sprechen, tun sie es trotzdem. Sie halten sich nicht an das Verbot. Jetzt werden sie angeklagt und der hohe Priester vernimmt sie sogar persönlich. Und auf die Frage, warum sie sich denn nicht an diese Verbote und
an die Rechtssetzungen der Obrigkeit halten, antworten sie ganz einfach: Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Nun, gehorchen zählt gerade nicht zu den Lieblingswörtern unserer Gesellschaft. Alle wollen selbstbestimmt sein, und gehorchen hat einen ausgesprochen negativen Klang. Und trotzdem, wir alle leben ohne Ausnahme so, dass wir handeln, nachdem wir gehorcht haben. Wir horchen auf eine Stimme und gehorchen dieser Stimme. Die Frage ist eben nur, welcher Stimme gehorchen wir? Welche Stimme horchen wir? Nun, die einen, die horchen vielleicht auf die Stimme der Eltern oder der Lehrer oder der Vorgesetzten. Und wenn man dann nicht wegen der Autorität des anderen gehorcht, dann hoffentlich aus Liebe und aus Respekt und nicht nur, weil irgendwie gar keine andere Möglichkeit da ist, als zu gehorchen. Andere horchen vielleicht auf das, was gerade in der Gesellschaft en vogue ist. Man will mitmachen, man will nicht draußen stehen. Man gehorcht sozusagen einem Trend, etwas, was öffentliche Meinung ist. Und dann gibt es vielleicht aber auch diejenigen, die sich relativ frei fühlen von anderen Menschen und die nur auf das gehorchen, was sie selbst für sich erkannt haben. Vielleicht sogar, wo sie gerade Lust drauf haben. Vielleicht sogar einfach nur ihren Gefühlen oder ihren Trieben. Und dann haben wir diejenigen, die eben noch jemand ganz anderem gehorchen, so wie die Apostel. Denn das ist auch eine Möglichkeit des Gehorchens. Es gibt in der Welt noch eine andere Stimme, so führen uns die Apostel vor Augen. Sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Es ist die Stimme des lebendigen Gottes. Und für sie ist das die Stimme, die in die Freiheit hineinversetzt, die einen frei macht von den Autoritäten, die meinen, über einen bestimmen zu können, die einen frei macht von den Trends der jeweiligen Zeit, denen man folgen muss, die einen frei macht von den selbstsüchtigen inneren ersten Gefühlen und dem Wunsch, dem eigenen Image nur gehorchen zu wollen. Die Apostel, sie werden aufgerufen, mit dieser Botschaft des auferstandenen Jesus Christus nicht in der Öffentlichkeit aufzutreten, sondern ihren Glauben sozusagen nur für sich im stillen Kämmerlein zu leben. Aber sie tun das Gegenteil. Sie gehen in die Öffentlichkeit und sie sagen, das ist die Stimme, auf die ihr hören sollt. Dieser Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten. Und da passt zu dieser inneren Haltung der Apostel gut der Heilige des heutigen Tages, der Bischof Stanislaus aus Krakau. Ich habe schon gesagt, am Anfang des 11. Jahrhunderts geboren. Und er war eben als Bischof in einer großen Verantwortung für seine Diözese und musste sich überlegen, wie er denn diesem Grundsatz, den die Apostel formuliert haben, folgen wollte. Für ihn war ganz klar, er lebte in großer Armut und Askese. Das, was er ererbt hatte aus seiner Familie, hat er sogleich freimütig verteilt. Und er war ein Kritiker seines Königs Boleslav, dessen anstößiges Leben er mal für mal kritisierte, wofür er dann vom König während der Heiligen Messe am Altar erschlagen wurde. Das ist nicht unser Schicksal, hoffentlich nicht, aber die Idee zu sagen, ich will Christus so sehr folgen und ihm so sehr gehorchen, dass das für mich wichtiger ist als alles andere, das hat uns Stanislaus vorgemacht.
Und wir müssen es in unserer Zeit versuchen, auch zu leben. Jeder da, wo er steht, wo er hingestellt ist. Dass wir eine Unterscheidung der Geister treffen und uns genau überlegen, ist das die öffentliche Meinung? Ist das das, was ich selbst in mir verspüre und unbedingt getan werden muss? Ist es das, was die Autoritäten von mir wollen? Oder ist es der Wille Gottes, dem ich folgen möchte, auf den ich hören und horchen möchte und dem ich gehorchen möchte? Lasst uns Fürbitte halten und zu Christus auf die Fürsprache des heiligen Stanislaus rufen. Für die Hirten der Kirche, dass sie unerschrocken für Gottes Gebot eintreten, Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Staatsmänner, dass sie nicht durch Unrecht ihre Macht sichern, Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die verfolgten Christen, dass sie aus der Hand ihrer Feinde gerettet werden, Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Gemeinde, dass wir nicht aus Menschenfurcht unseren Glauben verleugnen, Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Dein Wille geschehe, Herr allmächtiger Gott, heute und alle Tage und in Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr und Gott, am Gedenktag des heiligen Stanislaus bringen wir das Opfer des Lobes und der Versöhnung dar. Es erwirke uns die Vergebung der Sünden und die Gnade, dir immer zu danken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium des heiligen Stanislaus offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Er ist Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und hat sein Blut vergossen als Zeuge des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Musik.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es wahrhaft, so beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Am Ostertag trat Christus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Und so bitten auch wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens.
Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Halleluja. Thank you.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, am Gedenktag deines Märtyrers Stanislaus haben wir den Opfertod deines Sohnes verkündet und das Brot des Himmels empfangen. Lass uns mit deinen heiligen Märtyrern auch an der Auferstehung und Herrlichkeit Christi teilhaben, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Und so segne euch hier im Dom und alle an den Empfangsgeräten daheim, alle, die zu euch gehören und eure Familien, der dreifaltige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja.